Hey, Schorsch, Leute, euer Schorschmann hier. Heute mit, ja, neuer Kulisse, könnte man sagen. Das ist jetzt so mein, in Anführungszeichen, neues Wohnzimmer, was im Grunde mein altes Wohnzimmer ist, was jetzt wieder mein Wohnzimmer ist und, ja, dazu später. Ich habe gedacht, ich gönne euch mal wieder so ein kleines Info-Update. Es halt hier so ein bisschen, fällt mir jetzt mal so nebenbei auf. Das könnte daran liegen, dass ich vielleicht ein bisschen zu wenig an den Wänden habe. Das sollte ich vielleicht nochmal irgendwann ändern. Ja, mein letztes Video ist jetzt Weihnachten gewesen, beziehungsweise kurz nach Weihnachten. Und das ist jetzt mittlerweile bald einen Monat her. Ich weiß, Content wird ist rar leider und das tut mir echt leid, weil das ist halt, ja, das sind so diese Zeiten, so die ganzen Feiertage, Weihnachten, Neujahr und all der ganze jetzt. Und das Ganze hat halt bei mir halt auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich ein bisschen ausgebrannt war, so die letzten Tage und Wochen. Besonders so jetzt, so nach Silvester und Neujahr, da habe ich echt nur gedacht so, boah, du brauchst wirklich mal Urlaub, aber so richtig ASAP. Und dann habe ich jetzt tatsächlich erst letzte Woche Dienstag erfahren, dass ich denn jetzt diese Woche und nächste Woche komplett Urlaub habe. Ergo, alles ein bisschen chaotisch, alles ein bisschen durcheinander bei mir. Deswegen sorry dafür, dass es so selten Videos gibt, beziehungsweise auch so relativ wenige Streams gab in letzter Zeit. Und dass vor allem das Best of 2019 noch nicht fertig ist. Aber dieses Video ist zu, ich sag mal, 90% fertig und sollte auf jeden Fall, das werde ich heute noch fertig machen, sollte auf jeden Fall jetzt am Freitag fertig sein. Könnt ihr damit rechnen, dass das online geht auf YouTube so. Ich sag mal jetzt, ich hau mal eine grobe Zeit raus, so gegen 16, 17 Uhr werde ich das freischalten dann. Ich setze mir jetzt mal so ein Timelimit, damit ich da überhaupt mal zukomme, das fertig zu machen. Also ich kenne mich, ich brauche sonst 3 Jahre nachher wieder dafür. Das auf jeden Fall. Dann fragt ihr euch jetzt vielleicht auch natürlich, warum sitzen wir jetzt hier wieder in seinem Wohnzimmer und nicht in seiner komischen Goblin-Kammer, wo er sonst immer rumlungert. Das liegt daran, dass die Kesu hier ausgezogen ist und ich jetzt hier wieder alleine wohne. Ergo, ich habe gestern mit meiner Mutter einmal mein Wohnzimmer ein bisschen umgeräumt, umgeschoben. Das sieht jetzt hier alles ein bisschen anders aus als vorher. Also im Grunde habe ich nur einmal den Raum ein bisschen gedreht, basically, sodass das Sofa jetzt hier steht, wo es jetzt steht. Und nee, sonst stand es da, wo jetzt mein Fernseher ist. Also das Geilste ist, ich könnte von meiner Location hier aus, ich könnte jetzt hier so, ne, meine Glotze anmachen. Prince of Bel-Air. Ja, I'm not gonna do that right now, sorry. Auf jeden Fall, die gute Kesu ist jetzt hier ausgezogen und macht euch da mal keine Sorgen, alles ist gut, alles ist chillig, das ist nur Weg des Lebens und alles ist schön aktuell. Ich habe da am Wochenende jetzt auch noch geholfen, dass sie denn, also beim Umzug quasi geholfen, Keks ist quasi von sich zu Hause zu uns gekommen. Wir haben das dann alles am Freitag nach der Arbeit, also nach meiner Arbeit, haben wir das in ihr Auto geladen, sind dann Samstagmorgen sehr früh los, sind dann das alles wieder ausgepackt quasi. Wir haben also mega Tetris spielen müssen mit ihrem Auto. Das war interessant und natürlich hat es genau dann angefangen zu regnen, wie es immer so der Fall ist. Und dann haben wir es halt rausgebracht, sind dann, hatten dann noch einen schönen Samstag, sind quasi noch abends gemeinsam schön essen gegangen. So nach dem Motto, ja, wir haben Grund zum Feiern, keiner kann mehr laufen, doch wir können noch saufen in dem Sinne. Und Sonntag bin ich dann wieder nach Hause. Und Montag habe ich dann schlicht und ergreifend gemerkt, scheiße, du hast Urlaub, aber dein Körper realisiert das jetzt und crasht. Also ich hatte Montag den absolutesten Obercrash, hatte das Gefühl, ich werde krank. Aktuell, heute habe ich das auch wieder so ein bisschen, to be honest, aber jetzt mittlerweile geht's irgendwie wieder. Ich weiß nicht, ob das am Wetter liegt oder ob mein Körper sich einfach merkt, so nach dem Motto, Ding, du hast Urlaub, jetzt fahr mal ein bisschen runter, aber du darfst auch jetzt krank werden, du Spacken. Aber ja, an sich geht's mir gut. In dem Sinne, ja, viel eher, weswegen ich dieses Video einnehmen machen wollte, ist nämlich, es gibt jetzt Samstag, Sonntag, den 25. 26. Januar, gibt es ein kleines Stream-Event. Und mit klein ist im Grunde noch sogar nicht ausgedrückt, weil das ist für mich sogar ziemlich groß. Das sind 2 12-Stunden-Streams. Einmal am Samstag machen wir einen Frühjahrsputz-Stream. Und da werden wir quasi so all die Stream-Projekte, die wir noch am Laufen haben, so also die aktivsten, werden wir dann versuchen zu Ende zu bringen. Ich werde es höchstwahrscheinlich nicht alles in einen unterbringen, aber wir kriegen das schon irgendwie auf die Reihe. Nämlich das Postgame zu Pokémon Schild,
By the way, ich habe Pokémon Schild gestreamt. Wenn ihr das gucken wollt, schaut in die Beschreibung. Ich gucke, ob ich das da alles irgendwie reinpacken kann. Dann möchte ich den Critical Run zu Kingdom Hearts 2 fertig machen, den ich streame. Und höchstwahrscheinlich noch Yakuza 4. Aber ich bezweifle, wie gesagt, dass wir das alles in einem 12-Stunden-Stream schaffen. Weil das Postgame dürfte jetzt nicht so lange sein. Kingdom Hearts macht mir da schon eher Sorgen, weil da steht das Schlimmste noch bevor mir. Ergo, das könnte eventuell dauern. Und ja, dann gucken wir mal, wie weit wir da am Ende kommen. Vielmehr freue ich mich dann auf den 12-Stunden-Stream am Sonntag. Wie Angel es so schön betitelt hat, weil er kam tatsächlich auch auf die Idee, der Rage to Zen Stream. Wir fangen also mit Streams an, wo mich, also mit Themen, die mich absolut auf die Palme bringen werden. Ergo, Smash Online, weil because Smash Online ist fucking fuck. League of Legends. Ja, ich werde wieder League of Legends spielen. Ich habe es heute installiert und Jesus Christ, ist das alles neu. Haven't played in 5 years. Das wird definitiv etwas. Und um mich richtig auf die Palme zu bringen, Overwatch Ranked. I will fucking rip someone's head off. Das weiß ich jetzt schon. Und die haben mir gesagt, ich mache dann so, den Teil ziehe ich so über, ich sag mal, 2/3 des Streams und dann den Rest machen wir dann Zeug, wo wir runterfahren können. Und ich war mir überlegen, ob ich denn, wenn wir das machen, ob ich denn ein Voting starten soll, was wir denn so als nächstes an Stream-Projekten machen soll. Dass ich euch so eine Liste quasi zurechtgebe und dass wir die denn, so die meistgevotesten Dinge über den Abend, werden dann die Nachfolger zu denen, was wir denn abgeschlossen haben. So dass wir dann in dieses Jahr mit neuen Projekten, mit neuer Energie starten können und dass das Ganze denn so läuft, wie ich mir das gedacht habe. Ich hoffe auf jeden Fall, das wird so. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Streams gehen am Samstag und Sonntag um. Das habe ich mir jetzt noch gar nicht überlegt, ne? So gut bin ich wieder vorbereitet mal wieder. Ich mache es wie immer, ich starte die mal um 11. Komm, wir machen es wie immer, wir starten die um 11. So, dann bin ich um 11 fertig und habe dann noch tatsächlich ein Stündchen mal für mich und meine Ruhe. Ergo, wir können da den Tag genügend ich kann genügend hochfahren, weil ich weiß ganz genau, wenn ich aufstehe, bin ich nicht direkt bereit zu streamen. Sonst habt ihr ich bin wertlos ohne meinen ersten Kaffee, das wisst ihr. Und dann sehen wir zu, dass wir das machen. Ich sehe zu, dass wir wieder mehr Content kriegen auf diesem Kanal, auch so ein bisschen, was tricky wird, weil ich würde das hier wirklich schon gerne mal so mit einbringen, auch wenn ich echt merke, scheiße, es ist echt am Hallen hier, also die Akustik hier ist ziemlich garbojo, aber ich finde es so, ich mag das so, wie es hier aussieht. I like it. Und was ich auch nochmal erwähnen wollte, ich habe mir jetzt einen Greenscreen zugelegt. Ergo Streams dürft ihr meine Fratze jetzt komplett ohne sämtliche Hintergründe sehen. Also wenn ihr das mal sehen wollt, schaut mal in den Stream vorbei. Gestern habe ich den ersten Stream gehabt. Da hatten wir mal ein One-Off zu Dead Rising 4. Das war eigentlich ziemlich witzig. Und der Greenscreen funktioniert super. Das ist jetzt ein Gerät von Elgato, weil ich habe halt bei mir drüben beim PC habe ich nicht viel Platz für einen Greenscreen. Ergo, und ich kann die Kamera nicht noch weiter zurück, sodass ich da mehr Fläche quasi an Grünfläche haben könnte. Ergo, ich brauche was ich schnell ausklappen kann und schnell hoch und rauf fahren kann. Und da ist der von Elgato super. Das ist so ein sehr langer, so 1,50 langer Kasten, sag ich mal, so wie so ein sehr langer Koffer. Den machst du auf, ziehst einen Greenscreen hoch, done. Und das Größte ist ja halt wirklich bei Greenscreens die Beleuchtung. Ergo, du musst zusehen, dass du vernünftig beleuchtet bist. Und dafür habe ich mir eine Kosmetiklampe gekauft. Die blendet mir zwar die Augen weg, aber fuck, funktioniert die gut. Und deswegen, jetzt halt sehen, habe ich einen Greenscreen und meine Streamqualität erhöht sich um 0,2%. It's like, man könnte fast meinen, es hätte was getan. Auf jeden Fall, wie gesagt, es tut mir nochmal leid, dass so relativ wenig hier kam, aber was will man leider machen, wenn man überwiegend arbeitet und dein Körper dir langsam sagt so, Digga, was machst du eigentlich? Du musst auch mal Ruhe haben, du musst auch mal einen Tag für dich haben und du dir dann denkst so, yeah, but you want to stream und dein Körper so, fuck you. Aber so hat man jetzt ja mal Zeit, nicht? In dem Sinne, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Ich glaube, ich habe gesagt, was ich gesagt haben wollte. Wenn nicht, Post-Schoschmann wird das schon regeln. In dem Sinne, euch noch einen schönen Abend und bis dahin. Ciao, Leute. Macht's gut.